Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5. Wir machen heute mal wieder mit Michael weiter. Und in der letzten Folge haben wir die Mission Eheberatung gemacht. Da ja, hat der Tennislehrer von Amanda, also von Michaels Frau, eben mit ihr geschlafen. Und das fand der Michael gar nicht so witzig, verständlicherweise. Und daraufhin haben wir ihn dann zusammen mit Franklin gejagt. Und haben dann vermeintlich sein Haus da zum Einsturz gebracht, was dann aber gar nicht sein Haus war, sondern das hat hier Martin Madrazo gehört. Und das ist irgendwie so ein Gangster-Boss, der das gar nicht so lustig fand, der dann auch gleich mal zu Besuch kam, der dann auf einmal vor Michaels Haus stand. Und ja, jetzt haben wir 2 bis 2,5 Millionen Dollar Schulden bei ihm und müssen die irgendwie eintreiben. Und Michael kennt ja nur einen Weg, um Geld zu verdienen, das ist eben wieder in diese Gangster-Szene einzutauchen. Und deswegen, ja, hat er dann auch gleich mal bei Lester angerufen, so ein alter Kumpane von ihm. Und da werden wir auch jetzt in den nächsten Folgen werden wir bei ihm auch mal anfangen, mal eine Mission machen. Wir haben ihn als L auf der Karte, ihr seht das ja. Hier ist er, glaube ich, irgendwo. Aber ich denke mal, wir machen dann erstmal bei Michael weiter, bis wir da keine Mission mehr haben. Aber für heute dachte ich mal, machen wir erstmal eine kleine Nebenmission. Also eine kleine Nebenmissionsfolge. Wir haben ein paar Fremde und Freaks-Missionen, die hier sind. 2 Stück auf der Karte, wie ihr sehen könnt. Und die werden wir erstmal so ein bisschen angehen. Ja, war klar, dass Alarm kommt. Du wirst nicht die Bullen rufen. Du callst nicht die Cops. Nein, der callt nicht die... Jetzt kann er erzählen, dass jetzt die Cops kommen. Weil, ganz ehrlich, wir haben ihn doch voll gestört beim Telefonieren. Ja. Mann, ey. Ja, auf jeden Fall haben wir diese eine Mission gemacht, Eheberatung, und danach sind wir dann nochmal zum Dr. Friedlander, oder wie der heißt, gefahren und haben, na, war halt so eine Sprechstunde, die hat nicht wirklich viel gebracht. Message for me, get off your fat ass. I see this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Yeah, well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Ach, die Mission auch, die kenne ich noch. Hey, what's going on, brother? Oh Gott. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach! I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry, I'm exercising! Ja. I can hear you wheezing! Ich muss mir die Kraft gut einsparen hier. Er ist nicht so, er hat nicht so die Mega-Ausdauer. Run on the road! Take that traffic head on! Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours! Own it! Drop it! Oh shit, ey. Ich habe das damals gewonnen, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr. You should really think about behavioral medication. Nein. Nicht gut. Look at that male pride go. Geh die Treppe schneller runter. Schnell, an dieser Psychopath ist vorbei. Ich habe keine Lust mehr, hinter ihr zu sein. You have such a joy for life. Lauf doch mal jetzt. Heißt immer... Ja, die ist so verdammt schnell. Okay, here we go. Left push. Come on. Ja, push the switch, Marianne. Let's go lactic. I thought I had issues, but you give me hope. I own you. Egal, egal. Wir ziehen durch. Wir ziehen jetzt durch. Right near here if you want to work through some das ist das Letzte, shit. Was wir yeah, tun. Because you're a walking advertisement for therapy. Und die Ausdauer steigt. Wir sind zwar fast tot, aber egal. Wir laufen hier. Oh. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did a 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me.
You're lucky I'm tapering for a try! Neue Kontakten. Marianne. Jo, Gold. War ja auch nur eine Herausforderung. Wahrscheinlich einfach gewinnen. Das haben wir gemacht. Ja, nice. Das war doch mal ein easy win. Naja, am easy ist es relativ, also... Ja, come on. Warten mal kurz, bis sie sich da eingekriegt hat, die Alarmanlage. Können wir hier ein bisschen erkunden. Ist hier irgendwas Tolles drin? Nö. Ja, kommt schon. Dann mal auf zur nächsten Fremden Freaks Mission. Eine haben wir ja noch. Und wenn das nicht ausreicht für die Folge, dann müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel mit Michael gespielt in diesem Projekt. Meistens ja mit Franklin. Aber jetzt wird es halt auch langsam mal Zeit, mit Michael mal so ein bisschen zu spielen. So, ich kann mir schon mal hier eine Markierung machen, dass ich dann auch die richtige Route dann wähle. Weil so wie ich mich kenne, würde ich mich mega verfahren. Wir wollen da auch irgendwann mal ankommen. Es sind noch 2,2 Kilometer, aber mit dem Auto soll das ja nicht so lange dauern. Also die Fremden Freaks Mission, zu der wir jetzt hinfahren, das könnte Graswurzeln sein. Ich glaube, die kenne ich noch. Ich glaube, dass ich die noch kenne. Aber ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Also, könnte auch eine andere sein. Aber die von eben hier, die kannte ich definitiv, die Dämonenaustreibung Mission. Die habe ich damals auch gemacht. Wie viel Prozent sind... Bei wie viel Prozent stehen wir eigentlich gerade? Bei 15. Guck mal, Leute, das sieht doch ordentlich aus. Ich meine, zufällige Ereignisse, das ist nett. Fremden Freaks haben wir auch schon 7 von 20. Oder ist das nur auf hier... Nee, das sind... Die Farben haben nichts mit den Charakteren zu tun. Nee, natürlich nicht. 9 von 42 Hobbys und Zeitvertreib. Und da kommen noch so Sachen wie... Wie Golf und sowas. Oh, da habt ihr mir ja auch schon geschrieben, dass das nicht so einfach sein soll. Ich hoffe, das war jetzt nicht ernst gemeint. Weil ich dachte eigentlich immer, Golf ist... Golf in GTA ist easy peasy, aber wenn das wirklich so sein sollte, dann... dann werde ich da bestimmt noch so meine Probleme haben. Ja, lass mich durch! Lass mich durch! Hier lang? Ja. Okay, wenn das die Mission ist, die ich eben meinte, dann wird die ziemlich lustig. Ja, ich glaube, das ist die. Die Location kommt mir bekannt vor. It's a conspiracy by the pharmaceutical monopolies. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean... I'm sure they're nothing serious, but, I never let them get too near. Oh, the fuck is that? Oh, shit. Erledige die Aliens. Das meinte ich hier. Die Mission, die kennt ich, die habe ich damals auch gespielt.
Wir müssen uns um die Alien kümmern. Die Alien. Die Alien greifen an. Oh, da kommen die Aliens. Oh, sie attackieren mich. Wieso verliere ich Leben? Wieso verliere ich Leben, wenn ich diese Viecher angreife? Shit, ich habe nicht mehr viel Leben. Da kam er irgendwie. Wo kommt er? Sie wollen mich mitnehmen. Sie wollen mich entführen. Ich will aber nicht mit. So, why eigentlich? So ins Weltall? Ein Ausflug ins Weltall? Das wäre schon geil. Mann. Oh. Bin ich wieder da? Oh. Wie viel kommt denn da noch? Wo ist der? Oh, da oben. Gott, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Mike, irgendwie eine Spezialfähigkeit, die ich aktivieren kann? Nee. Oh. Ich kann mich doch nicht verletzen. Das ist doch nur der... Das ist doch einfach nur high von dem Zeug. Das ist, könnt ihr mich verletzen? Nein, ich bin gestorben. Nein. Mike wurde vaporisiert. Kann ich das doch mal versuchen? Ich glaube, ich habe noch nie gefailt in der Mission. Ah, da muss er echt, das ist ja echt, ich finde das nicht so einfach. Muss ich immer gucken, wo die Aliens herkommen. Plötzlich sind sie da. Muss wirklich wachsam sein jetzt. Nervig wird's, wenn die dann von der Seite auf einmal kommen und so. Und auf einmal irgendwo draufstehen. Aus dem Nichts. Mit ihren Laserbeams. Wo seid ihr, Aliens? Eigentlich kann ich ja Dauerfeuer machen, das ist ja eigentlich voll egal. Oh, da ist er. Mann, ey. Mach, dass es aufhört. Ganz ruhig, Mike. Jetzt krieg ich doch langsam mal wieder ein. Mein Gott, du hast da einmal dran gezogen an dem Ding. Das kann doch nicht so eine Wirkung haben. Was ist das? Was hat er da reingemischt? Sieht aber diesmal besser aus. Are we finished yet? Any more of you freaks out there? Oh. Oh shit. I don't feel so good. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Don't do drugs, kids. Das ist so die Message von dieser Mission. Ganz sicher. Was für ein verrückter Mann. This is tyranny by morons. Ja, ganz sicher. Kann ich den irgendwie angreifen oder so? Nö. Kann ich nicht. Ja, ja, okay. Das war ein lustiger Trip. Was haben wir jetzt noch so zu tun? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Wo bin ich hier?
Müsste nicht hier noch irgendwo das Auto stehen? Wo habe ich das denn abgestellt? Irgendwie da hinten, oder? Dann hole ich mir eine neue. Intelligent people do what they want. Das könnte das Auto sein. Das ist es, glaube ich, sogar. Ja. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Vielleicht finden wir noch ein Zufallsereignis. Und wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir können zum Friseursalon fahren oder so. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und ich finde tatsächlich noch, jetzt noch mal ein Zufallsereignis. Oder wir machen Straße. Wie spät ist das? Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. Marty Madrazo. Das wird echt übel. Das wird übel, das wird übel. Ja, das glaube ich. Gibt's denn noch irgendeine Straße drin jetzt, oder? Kann das nur Michael machen? Kann das nur Franklin machen? Ich fahre jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Wenn ich nichts finde, switch ich vielleicht mal zu Franklin rüber. Weil angeblich soll ja nach jedem gewonnenen Straßenrennen das nächste freigeschaltet werden. Und wir sind jetzt eigentlich in dieser Zeit, wo die eben stattfinden. Aber es kann ja sein, dass die mit Michael nicht. Also, dass man die mit Michael nicht machen kann. Dass es nur mit Franklin geht. Gleich, was kommt, switch ich rüber. Und dann machen wir nochmal. Da muss ja eigentlich dann irgendwo sein. Hier nochmal durchziehen. Wie macht man eigentlich nochmal die Spezialfähigkeit? An. Ach, ich bin ja hier mit. Ja, ich bin doch mit Michael fahre ich doch gerade. Kein Wunder. Natürlich geht die nicht. Die wollte ich halt auch mal öfters einsetzen und die hat mir auch unter der Straßenrennen-Folge da, wo wir das eine Straßenrennen gemacht haben, geschrieben, dass ich die halt auch mal einsetzen sollte dann, weil es das Rennen halt leichter macht. Ist ja auch richtig so. Ich denke halt nur immer nicht dran. Ich denke einfach nicht dran. Das ist das große Problem, was ich habe. Und ich denke, später wird es doch bestimmt auch wichtig sein, die auch mal zu nutzen, weil man sonst halt failed, die Mission. Aber hier scheint nichts zu sein. Dann würde ich sagen, dann switch ich einmal. Oh. Zum Glück ist das nicht unser Auto. Ah. Nee, scheint nichts zu sein. Dann switchen wir nochmal rüber zu Franklin. Nigga, I'm on, nigga. Call the police and tell them to bring out the body bags. It ain't worth it, homie. Go home. Man, I'll bust on these old bitch-ass niggas and sleep like a baby. Es geht hier ab. Ich dachte, wir hauen ihm jetzt ein. Ja, das wäre witzig gewesen. Ist jetzt noch irgendein Straßenrennen auf der Karte? Warte mal. Straßenrennen. Da. Nee, da habe ich aber schon. Ich habe nur zwei auf der Karte gerade. Wieso gibt es denn nicht noch ein weiteres? Also gibt es tatsächlich jetzt erstmal nur zwei gerade. Das ist natürlich blöd. Sollen wir uns mal noch einen Haircut holen? Einfach so, weil wir es können. Oder uns zumindest einen angucken. Ich mag eigentlich seinen Standard-Style, den er gerade so hat, aber wir können ja auch mal im Friseursalon mal reingucken. Oder? Wenn wir eh schon hier sind. Lass uns einfach mal reingehen. Looks good. Yeah, I like it. Now, I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Wähle eine Frisur, die zu deinem Stil und Geldbeutel passt. Hallo. What do you have in mind? Das weiß ich selber noch nicht. Ich muss... Bärte vor allem. Wie kann man sich einen Bart schneiden lassen? Das ist, wenn man keine Haare im Gesicht hat. Das ist, kleben sie dir einfach was auf hier. Frisuren. Ausrasiert. Das ist eine Standardfriese. Rasiert. Kann ich mich hier auch mal so ein bisschen drehen?
Was ist das da hinten für ein Muster? Darf ich mal bitte ganz da hinten gucken? Aha. $40, ey. Das sind ja Wucherpreise hier. Was ist los? Rasiert. Ich weiß nicht, das ist mir alles zu ausgefallen hier. Was ist das? Also ich würde die vielleicht noch am besten finden, aber eigentlich, ich mag seine Standardfrisur. Ist das hier was, was man... Ist das so eine... Ist das eine Nebenmission quasi, die man machen muss? Sich mal eine Frisur machen lassen? Also ich... Am besten finde ich die hier dann noch, weil die so... Wobei, das ist mir auch schon wieder zu... Boah, das brauche ich nicht. Und ansonsten ist es alles nur hier... Nee, will ich nicht. Nein. Vielleicht mal Bärte angucken. Glatt rasiert. Genau. Jetzt ja gleich hier als Santa irgendwo auftreten. Stoppeln. Das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das so lassen. Thanks for stopping by. Vielleicht muss ich mit Michael mal vorbeikommen. Vielleicht gibt es bei ihm irgendwie was Passenderes. Aber ich finde ihn so, wie er aussieht, das ist einfach Franklin. Ich wüsste nicht, was ich da ändern soll. Ich habe von deinen Fahrkünsten gehört. Komm für eine richtige Herausforderung heute Abend zum Flughafen. Oh, das wollte ich hören. Aber dann brauchen wir noch unser Auto. Wo ist denn der Flughafen? Da müssen wir hin. Aber wir müssen erstmal unser Auto holen. Das ist ja zum Glück nicht weit weg. Ja, ich markiere erstmal das Haus. Wir müssen unser Auto abholen. Und da wird nochmal ein Straßenrennen gemacht. Dann kommen wir ja doch noch zu unserer dritten Tätigkeit hier in dieser Folge. Abgesehen jetzt von dem Friseursalon, wo wir nichts gemacht haben. Aber wie gesagt, hättet ihr dann eine Frisur für... Also, wenn ihr jetzt... die Entscheidung gehabt hättet, wie hättet ihr euch entschieden? Hättet ihr ihn so gelassen, so wie ich das jetzt gemacht habe? Oder wäre da eine Frisur gewesen, wo ihr gesagt hättet, jo, das ist, sieht besser aus als die, die er jetzt hat? Ich weiß nicht, irgendwie war das jetzt alles nicht so das Wahre. So Leute, dann lasst uns doch nochmal ein Rennen fahren. Let's go. Ja, ich versuche das jetzt immer so ein bisschen abzuwechseln mit Haupt- und Nebenmissionen. Kann sein, dass die Story für den einen oder anderen von euch ein bisschen zu langsam vorangeht aktuell, aber es sind halt auch noch so viele Nebenmissionen, die wir zu machen haben. Und irgendwann wird sich das ja dann ein bisschen... Ja, wird sich das ja ein bisschen beruhigen in diese Richtung, dass... Wenn man dann... Ja, hat man nicht mehr so viele Nebenmissionen vor sich und dann kommt auch wieder automatisch mehr Story. Aber ich muss halt die ganzen Sachen früher oder später sowieso machen. Ich finde, das bietet sich immer so ein bisschen an. Deswegen handhabe ich das gerade so ein bisschen so, ist halt ein 100% Projekt, ne, muss man mit leben, ist ja klar, wenn man sich das anschaut, worauf man sich einlässt, und vor allem ist man ja auch nicht gezwungen, jede Folge zu gucken, man kann sich ja auch nur die Hauptmissionsfolgen angucken, von daher ist da, glaube ich, für jeden irgendwie was dabei. So, hey Leute. 1000 Dollar. Jetzt muss ich an deine Spezialfähigkeit denken. Okay, wir haben wieder das normalste Fahrzeug, aber... Okay, das war die Spezialfähigkeit. Ich musste nur einmal kurz gucken. Was ist denn da los? Habt ihr es gesehen? Meine Güte. Immer ruhig hier, Leute. Kein Rundkurs wieder, einfach nur ein normales Race. Ich denke mal, es wird wieder so 2-3 Minuten lang sein. Ich glaube, wäre das jetzt GTA 4, wären wir durch die Scheibe geflogen, oder? Aber ich muss ja mal sagen, ich finde das ziemlich cool, dass die nur nachts stattfinden, die Rennen. Weil Straßenrennen macht man halt eher so nachts. Weil tagsüber kann man da auffliegen und dann kommt die Polizei und so. Das ist schon echt cool. Es hat doch irgendwie einen coolen... Es ist einfach... Es ist eine coole Atmosphäre in der Nacht hier rumzufahren.
Jetzt möchte ich aber wirklich mal die Pole Position übernehmen. Nein, schon wieder. Mensch. Naja, sechster Platz ist ja auch in Ordnung. Ne? Sechster Sieger kann man das auch nennen, wenn man sich das ein bisschen schönreden möchte. Na Leute, jetzt könnt ihr was, erleben. Und ich habe den Finger auf der Spezialfähigkeitstaste. Also wenn es hart auf hart kommt, drücke ich das. Lal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